Harry Pepl und Werner Pirchner. Der eine war ein echter Wiener und begnadeter Gitarrist, der andere ein eigenwilliger Tiroler, großartiger Vibraphonist und Komponist. Wenn man zu zweit spielt oder wenn mehr Leute spielen, dann war es irgendwie leibend, wenn eine Kommunikation stattfindet. Nicht? Also dass nicht nur irgendwelche Leute die Instrument spielen, der eine macht die und der andere da oder so. Irgendwie. So, dass halt irgendwas, dass das einen Sinn hat, nicht? Wenn zwei Menschen auf der Bühne sind und die probieren, musikalische Highlights auszuschütten. Gemeinsam bildeten sie zwischen 1977 und 1985 das Jazz-Trio. Pepl Pirchner revolutionierten nicht nur den Duo-Sound. Sie haben durch ihr ebenso virtuoses wie innovatives Spiel auch Generationen von heimischen und internationalen Jazzmusikern beeinflusst. Kann man die beiden Ausnahmemusiker wiederentdecken. Mit dem schlichten Titel Jazz Trio erscheint eine CD und DVD, die mehrere Konzerte des Duos beinhaltet. Zu sehen und zu hören ist unter anderem jener legendäre Auftritt, mit dem Harry Pepl und Werner Pirchner 1981 beim Jazzfestival von Montreux für Begeisterung sorgten. An zwei der größten heimischen Jazzmusiker und ein Stück Musikgeschichte. Jazz Trio, CD und DVD jetzt im Handel.